Warm-up? Nee, das brauchen wir nicht. Nee, welche Session? Jetzt sind wir im Qualifying. Sind wir das? Dann Anmod bitte. So, wir sind im Qualifying und damit ganz herzlich willkommen hier bei Project Cast bei einem weiteren Rennwochenende unserer angenähert zweiwöchlichen Veranstaltung hier. Und mit dabei, ich schaue mir in der Liste, wer steht denn da? Ich lese aber die Liste so listenmäßig durch. Der Carsten ist dabei, hallo. Hallo! Mit der Startnummer 24, mit der Startnummer 25 in der rechten Ecke, der Jatak. Ja, hallo! Und der mit dem komischen Pfeifenkopfmännchen, der ist der Jacoten noch da. Mit was? Pfeifenkopfmännchen? Pfeifenkopfmännchen. Hallöchen, hallo! Und damit herzlich willkommen hier. Ich wollte vielleicht. Ich warte noch ein bisschen, bis alle weg sind. Nö, ich bin eigentlich schon am Fahren. Ja, ich bin auch schon rausgefahren. Während der Anmod einfach mal rausfahren, habe ich mir gedacht. Hallöchen, Pöpöchen. Ihr seid ja Schlingel, meine Güte. Kronk sagt aber nicht Schlingel. Wir wollen geil die Besten sein wieder. Weißt du, wir sind so ehrgeizig, der James und ich. Ja. Ja, ihr seid voll geizig. Also, James und ich sind uns voll ehrgeizig. Ich bin nicht voll der Schwabe. Wir fahren heute in, oder dieses Wochenende, nicht heute. Oh ja, fahr mir rein. Es ist Wochenende, Carsten. Spa-Francorchamps fahren wir dieses Wochenende. Circuit de Spa-Francorchamps. Genau. Oh, c'est oui, c'est très bien. Also eine sehr anspruchsvolle kleine Strecke. Le très bien d'être ici, et le Feuerwerk und du. Und wir haben, wie viel Grad haben wir draußen? 40, 12. 50, 60? 12. Ach, 70. Warum fahr ich denn jetzt hier in die... Wer bitte 70, wer bitte 70? Also 70 zum ersten, 70 zum zweiten, 80, 80, 90, 90, 90, 70,1, 70 zum... Komm, zum ersten. Was, 90, 70, 90? So, nachdem das gerade so gut funktioniert hat, kacke ich gerade wieder ab, aber ist egal. Ja, auf jeden Fall werden wir heute... Das ist mir nur recht. Werden wir heute das Qualifying ja wieder machen. Und morgen seht ihr dann das wunderschöne, geile Rennen, was hoffentlich geil wird. Sehr, sehr geil. Wir haben extra, genau, sehr, sehr geile. Kauft Rennen. Euch jetzt die Vollversion, also das hier ist die Demo-Version und wenn ihr das Rennen sehen wollt, dann müsst ihr euch die Vollversion bei Edeka holen. Ja, genau. Gerade bei Edeka. Ja, wegen sehr, sehr geil und so, das macht schon Sinn, finde ich. Ja. Oder seht ihr das etwa anders? Auf jeden Fall, nein. Nein, wir bieten aber auch eine Version bei MMOGA an für euch. Für weniger, oder was? Ja. Ach, wir verkaufen das jetzt, okay. Ja. Wir sind ja sowieso so geldgeil. Ja, wir sollten auch zu Spotify gehen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ja, der fangen wir an mit. Ja, aber damit die ganze Geschichte hier noch ein bisschen. Ah, nein. Schwitziger wird. Haben wir die Stärke der KI. Oh, nee, komm einfach da durch. Oh, Stärke, die. Ach, komm mit uns. Oh, komm mal rein. Oh, ja. Kann. Ja, haben wir die Stärke der KI etwas. Etwas stark erhöht. Etwas noch stark stärker erhöht. Als seit dem letzten Wieder um 5. Ja, aber die 5, die merkt man jetzt. Und das Ganze noch interessanter zu machen, haben wir ein Zeitverlauf, ein Zeitbeschleuniger drin. Das heißt, die Tageszeit wird sich dezent ändern. German.exe has stopped running. Ich übersetze jetzt alles noch auf Pseudo-Chinesisch. So kann ich nicht fahren, wenn ich lachen muss. Oh, nehmt dem Jatak bitte den Alkohol weg, der verträgt's nicht. Oh Mann, ich kann nicht fahren, wenn ich lachen muss, das ist ganz schlimm. So, kennt ihr das, könnt ihr auch nicht fahren, wenn ihr lachen müsst? Ich ja, lache nicht. Ich lache einfach nicht. Ich kann auch so nicht fahren, weil tatsächlich ich heute mit einem 180-Grad-Lenkrad fahre. Nicht so heiß, gell? Mit einem Xbox-Lenkrad. Das ist nicht so geil. So. Alter, der Alter hat hier nichts gebaut. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Ja, auf jeden Fall versuchen wir jetzt gerade die Bestzeiten zu knacken. Der Carsten kommt. Aber der Carsten hat auch voll die Mikroquali für so ein Kommentator-Ding, wenn ich ehrlich bin. Ja. Für so ein Kommentator-Ding. Aber für einen Fußballkommentator eher. Und er schießt und er schießt und oh, Tor! Übersteuern! Ich kann mich gar nicht konzentrieren, wenn ihr so einen Scheiß macht. Ich mute euch einfach. Lol, Roffel XP. Ja, genau. Was macht der Jatak? Lachen. Ach, der lacht. Künstlich lachen. Warum macht er das? Um den Carsten zu verwirren. Weil er denkt, er wäre lustig. Und ja, ich hunger. Sag ich davor, das ist der Jatak, dann geh ich am Stock. Am Stock? Was willst du mit deinem Stock? Was wollen wir gar nicht wissen? Welcher Stock denn?
Ja. Oh, das ist nicht nur ein Stock, das ist nicht nur ein Stock. Er hat ein Stöckchen. Ja, genau. Deswegen sagt er, der sagt zu seinem nicht existierenden Hund, hol das Stöckchen. Oha. Mikado-Stäbchen, das ist auch nicht schlecht. Das habe ich auch noch nicht gehört. Carsten spricht aus Erfahrung. Ja, das stimmt. Mikado-Stäbchen habe ich noch nicht gehört. Gut, dass also ich die Erfahrung noch nicht gemacht habe. Ja, siehst du, kannst du mal sehen. Hast du mir warm auf einmal. Wie kommt's? Ich nicht. Das will ich dir jetzt nicht erzählen. Das will ich jetzt nicht erzählen. Ach so. Dann erzähl mir das auch bitte nicht. Das willst du auch, glaube ich, gar nicht wissen. Nee, stimmt. Ja, aber warum sagt er mir eigentlich nicht mehr an, wenn die Zeit ungültig ist, der Kackvogel? Ja, das macht er doch oben. That time is invalid, bitch. Julian, ja, mach mal Platz davor. Ich will gerne überholen. Nö. Doch. Ich muss jetzt bremsen, tut mir leid. Ja, ich auch. Fuck. Oh, yo. Ich hab zu spät gebremst. Tut mir leid. Lass dir nichts von dem erzählen, es tut ihm gar nicht leid. Es tut ihm auch nicht leid. Eigentlich sollte ich jetzt keinen Abstand hinter Jatak halten, damit ich später, ich hab eine Idee. Ich bleibe jetzt nämlich ein bisschen fast stehen und dann habe ich nachher nämlich... State of the art. Ich hab eine Idee, ich hab einfach mal Sprit rausgenommen. Ich hab eine Idee! Scheiße, warum hab ich 50 Liter getrunken? Qualifying geht 20 Minuten, oder? Yep. Alter, ja. Frag ich echt ja, jedes Mal. Ich fahr jetzt aber, überhol mich nicht. Also, fahr mir einfach nicht in die Quere. Fahr mir einfach nicht in die Quere. Kommst du mir in die Quere? Dann fahr schnell. Kalt. Mach ich. Schmutzig Croton. Was? Ha, Croton. Ah, oh, ich treffe ja Crotons in die Salate. Ja, das wäre so geil, wenn Josh den Franzosen meint. Ja, du solltest das auf jeden Fall mit diesen Kochvideos mal weitermachen und dann so mit diesem... Ich habe mir mal was vorbereitet, oh, Wiwi. Heile Schüssel schön. Ja, der Josh überlegt schon für einen Namen für sein Kochvideo. Ich habe ihm vorgeschlagen Schneidbrett. Der Film müsste aber Brett mit Vornamen heißen oder sowas. Schneidbrett. Josh, überleg mal, du heißt Brad Pitt und du machst einen Kanal Schneidbrett auf. Das ist schon cool. Das ist schon krank. Ich finde das oder, cool. Oder ihr, wenn Luisa jedes Mal mitkocht, dann nennst du das Luisuas Kochstunde. Luisuas? Ja, das ist ein Mix aus Luisa und Joshua. Ach, wie Hashtag Panik oder was? Ja. Hey, man könnte es ja auch einfach Losch nennen, ja? Losch. Losch oder Lösch? Luosch. Luoschs Kochstunde. Ja, löschen müssen wir dann, wenn was schief geht. Also immer. Aha. Hey, es geht doch nichts schief hier. Ist doch alles voll cool. Ist alles gut? Alles gut. Alles sehr, hier sehr ist geil. Alles super. Hier ist alles gut, denn du bist nicht allein. Hier ist alles super. Fuck. Kann dein Traum wahr sein. Oh, ja. Was machst du denn hier? Ja, scheiße fahren. Alter, ja, scheiße fahren. Ey, alter Schwede. Habt ihr schon den, Was denn? Chanson, nee, Contest de la aber Chanson de Eurovision mitgekriegt? Nein. Aber Deutschland der ja alter, auch wieder schön abgekackt, ne? Competition aber alter ist gar kein Schwede. In Competition de la Chanson de Eurovision. Da ist nee, Deutschland, war der schon wieder? Ist das schon wieder ein Jahr her? Ja, der war schon wieder. Ja, Deutschland ja. Ist mit 11 Punkten auf dem letzten Platz gewesen. Ist das schon wieder ein Jahr her? Ja. Das ist schon wieder ein Jahr her. Ja. Kacke. Die Zeit vergeht. Da warst du auf FedCon, damit warst du auf jeden Fall besser beschäftigt. Ja, Tag, was da. Machst du da? Ich hab mich gedreht. Meine Zeit! Josh. Josh. Ja, dann fahr vorbei, aber fahr. Meine fahr in Gott. Kurve. Fahr mit Gott, aber flott. Ja, fahr vorbei. Mach nee, dir denn da eigentlich? Fahr vorbei! Nee, du bist zu schnell! Dann fahr nicht vorbei! Dann lass den Scheiß bleiben! Darf ich mitmachen? Irgendwie höre ich nur komische Geräusche da. So, jetzt fahr aber auch! Da steht ein Chikoten auf der Strecke! Also nochmal neu rausfahren! Setze dich zurück, wie unsportlich ist das denn? Ja, echt, du musst ja eigentlich in die Box fahren und so. Echt, das werden wir nächstes Mal verbieten. Zurücksehen. Oder geht schlecht, weil er die Regeln macht. Ach, scheiße. Naja, dafür darf er ja auch immer die Replays schneiden, ist auch cool. Ja, stimmt. Ja. Ah, nein, die fährt geradeaus. Geradeaus fährst du?
Draht aus. Ist verdraht aus. Er drahtet aus. Kann ich jetzt endlich mal eine verkackte Zeit fahren? Willkommen im Club der Leute, die das nicht schaffen. Ja, dieses Xbox-Lenkrad, das reißt dich gleich noch von diesem Tisch ab hier. Du kriegst das sieht auch ein bisschen hakelig aus, was du da gemacht hast gerade. So in unserem Vortraining quasi. Ja, das geht auch nicht anders, weil dieses Lenkrad so gut ist, was Reagieren angeht. Bitte beachten Sie diesen Kommentar, weil das ist besser als der Controller, weil mit dem Controller habe ich nur gedriftet. Gedriftet? Ja. Ja, mit Controller könnte ich sowas gar nicht. Nee, deswegen habe ich auch geguckt, ob das Lenkrad hier spackt. Lustigerweise spackt es bei dem Spiel hier nicht, aber bei Umsi schon. Kommt wahrscheinlich auch drauf an, wie die Lenkräder in das Spiel implementiert sind. Ja, aber es hat früher in Umsi nie gespackt. Ich habe dieses Lenkrad ein Jahr lang benutzt, bis ich das Driving Force GT hatte. Also, das hat nie Probleme gemacht. Irgendwann ist immer das erste Mal, ja, Tag. Ja. Hihi. Ey, 3 Euro ins Phrasenschwein. Ja, ne? Ja, ne? Geil. Ja. Damit zahlen wir die 3 Euro, Carsten. Nein. Hä, welche 3 Euro? Ja, die fürs Phrasenschwein. Hä? Wie, hä? Kennst kein Phrasenschwein? Nein. Phrasenschwein ist das, wenn jemand eine Standardphrase bringt. Ja, scheint gut, aber Züge fahren Güter. Ja, ja, siehst du, 5 das, Euro fürs Phrasenschwein. Das kostet aber 6 Euro mindestens. Warum? Ich finde ihn gar nicht mehr so schlecht. Weil er schon so alt ist. Often repeated. Scheiße, jetzt habe ich mir selbst die Zeit versaut. Jetzt muss ich mal konzentriert fahren. Jetzt fahre ich mal konzentriert. Ich bin mal einfach mal ruhig. Schaffe ja, ich. Fahr doch mal ruhig. Gott, fuck, warum ist die Zeit jetzt rot? Weil du rausgefahren bist. Oder hast du jemanden berührt? Bin gleich auch mal ruhig. Ich fahre nochmal neu los. Ich bin gleich auch mal ruhig. Ich will das mal in die Box, so. Also ich quatsche die ganze Zeit durch. Mal. Ist mir doch vollkommen Wumpe. Ist mir wurscht. Und fahr ich mal nochmal los, dann speichere ich. Ey, der Tag ist wieder vor mir, ey. Mach mal Platz. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Ist mir egal. Ampel rot, ist mir egal. Ich fahr auf Strecke, ist mir egal. Nein, der Tag, du wartest jetzt. Mir egal, ich fahr vor Josh, ist mir egal. Fahr nach dritten, ist mir egal. Oh, was ist das denn da? Plus 2, das war aber nicht so gut. Josh ist hinter mir, ist nicht egal. Ist nicht egal? Nee, ist nicht egal. Josh kann gut Auto fahren. Vor mir ist irgendwie ein Riesenknubbel, seid ihr das? Josh tut rammen, ist Wer ist Brammen? Ja, Dennis Brammen von Pete's Meat. Ja, Josh das ist Brammen, ist mir egal. Könnt ihr da mal zur Seite gehen? Ihr kriegt die blaue Fahne gerade geschwenkt. Ne, ich hab keine blaue Fahne hier. Ich hab gar keine Fahne. Vor allem eine blaue Fahne habe ich nicht. Hey, ich finde aber 20 Minuten sind für Qualifying ein bisschen wenig. Ich finde das so. Das ist nur, weil die Strecke so lang ist. Naja, das Problem ist halt, ich habe jetzt noch gar keine Zeit gefahren. Ja, wir müssen auch nicht. Ihr müsst ja auch auf der Strecke bleiben. Nee, das geht nicht. Und euch nicht immer gegenseitig rammen. Das ist völlig unmöglich. Was hat Bram damit zu tun? Ja, was hat Bram damit zu tun? Die Bram, dann wird die Zeit auch ungültig. Beim Bram. Aber der Bram macht das doch nicht. Spielt der Bram auch Project Cast? Komm, wir fragen die mal, ob wir damit. Ja, die haben mal Project Cast gespielt. Ja, komm, wir fragen die mal. Die kommen bestimmt auch dazu. Bestimmt. Die haben doch auch, jetzt auch Lenkräder. Für ATS haben die sich Lenkräder gekauft. Wenn wir Noob-YouTuber sind, dann machen die das bestimmt und die fahren mit uns mit. Nein! Oh. Du überholst nicht, du überholst nicht. Du versaust mir meine Zeit. Ich will nicht, dass du mir meine versaust, verstehst du? Wir haben noch keine Zeit. Ja, ich habe echt noch keine Zeit. Also ich schon, 2:41, da würde ich gerne eine andere haben. Nee, du gehst mit der Zeit jetzt ins Rennen. Unglaublich. Der James konzentriert sich gerade. Ja, der hält nämlich die ganze Schnauze. Zeit schon. Das stimmt nicht. Ah, scheiße. Also ich. Oh. Aber die zweite Kurve. Ja, Tag! Das war der Carsten! Das war der Carsten! Das war der Carsten! Ich hab's auf der Aufnahme.
Entschuldigung. Tut mir leid. Tut mir leid, da wird der ganze. Nein, es tut ihm nicht leid. Es tut ihm wahrscheinlich auch gar nicht leid. Ihr habt die blaue Fahne nicht gesehen. Der Takt fährt nicht vorbei. Du Ass. Ich fahr jetzt meine Bestzeit. Ich fahr jetzt meine Bestzeit. Ob ihr hier seid und nicht. So. So funktioniert das nämlich hier. Tja, wie der Carsten an mir vorbei. Carsten, du bleibst hinter mir. Nee. Da zieht der vorbei. Warum fährt der schneller als ich? Weil er es kann. Carsten, fahr mal schneller. Ja, da habe ich jetzt zu viel gebremst, leider. Carsten, fahr mal schneller. Ja, ich fahre ja schon schneller. Oder bleib kurz stehen. Ich will nämlich eine gescheite Zeit, nämlich mit 25 sein. Das ist eine der letzten Runden. Du willst 25 sein, aber du bist doch gerade erst 19. Ey! Mein Lenkrad! Scheiße! Was ist? Ist ab. Er hat das Lenkrad in der Hand. Ich muss mal gerade cool. Die neuen Batterien einsetzen. Wie, das geht mit Batterien? Ja, natürlich. Das ist ein Xbox-Controller-Lenkrad. Das ist so kacke, das hat nicht mal Force Feedback oder einen Stromanschluss. Ach, das ist wirklich... So. Also das ist wirklich etwas merkwürdig mit Batterien, das ist total geil. Und ich habe nicht gesehen, dass das angefangen hat zu blinken. Hast du nicht gesehen? Du hast gedacht, das sind diese Rennleuchten für die Schaltzeitpunkte. Nein, sag mal, wird das im Rennen gleich auch so schnell dunkel? Ja. 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 Aha. Könnte lustig werden. Ja, ich glaube auch. Carsten, weh, die versemmelst jetzt da vorne, dann kriegst du... Ah! Weh, du versemmelst, das war ist knapp. Nicht egal. Wie lange haben wir denn? Ich möchte jetzt nämlich gerne eine gescheite Zeit fahren, das ist meine letzte Chance. 3 Minuten, cool, dann krieg ich keine Zeit mehr. Aber wenn man das sich zur Box zurück... Wenn man sich zur Box zurück... Nee, dann hast du die erste Runde ja, die erste nicht. Runde keine Zeit. Okay, dann kann ich jetzt eigentlich stehen bleiben. Du kannst üben, ja, Tak. Ich hab keine gescheite Zeit. Ich hab keine gescheite Zeit. Keine gezeigte Scheid, hier so. Keine gezeigte Eine gescheite Zeit habe ich auch nicht. Sagt der denn Platz 2 ist oder so? Nee, 13. Ah, was ist mit dir los? Du bist krank. Die KI ist zu hoch. Nee, wahrscheinlich zu viel Setup hier. Ne? Haben wir nicht gesagt, wir gehen mit der KI so viel in 5er Schritten hoch, bis die uns zu hoch ist und dann gehen wir wieder in 2er Schritten runter? Genau, dann gehen wir immer ganz runter. Wieder bei Null fangen wir an. So, eine geile Zeit, eine geile Zeit! 20. Scheiße. Hallo, kann ich nochmal gerade fahren, bitte? Danke. Komm in der Rouge meistens oben, Ja. So weit nach rechts raus. Ah, dann zeitet er nicht. Ha. Ja. Ich bekomme nicht gezeitet, ist nicht egal. Ich bekomme jetzt wegen 7 Sekunden keine neue Zeit mehr hin und ich bin um 0,7 besser. Fuck. Ich bin um 0,7. Oh ja, so viel besser. Oh ja. Um 1,3. Ach komm, das pisst mich jetzt echt an. Yoshi ist angepisst. Weißt du, wegen 3 Sekunden. Wegen 3 Sekunden starte ich jetzt irgendwie nur so 3 Positionen von der Attacke oder so. Ich hab jetzt keine Lust mehr, ich will nicht mehr. So, ich beende das Projekt jetzt. So, ich mache jetzt hier Rage Quit. Ich bin jetzt. Du startest nicht. Von der gleichen Position wie ich? Nee, 3 vorher oder nicht. So. Willkommen bei den anderen. Also, ich bin jetzt 2 Sekunden schneller als das letzte Mal. 2! Carsten, wie vielter bist du? Erster. Zwölfter. Wie Erster? Erster. Kannst nicht Erster sein. Doch. Nein! Was? Doch. Nein! Doch! Nein! Ich sag dir auch so meine Zeit nicht, die kannst du dir gleich selber ablegen. Nächste Aufnahme ist mein Comeback, ich sag's euch. Nicht coming out, Comeback. Schade. Nee, aber dann bin ich wieder in Dortmund. Hört sich an wie Gladbeck, Julian. Ich habe aber kein Gladbeck. Nicht? Diese scheiß letzte Sektor da, ey. Mann! Letzte Sektor ist mega. Letzte Sektor ist voll die Arsch. Aber ich bekomme jetzt wirklich, ich bin um 2 Sekunden besser. Um 2 Sekunden. Ich hätte 2,25 haben können. Aber? Ich habe jetzt 2,27. Weg da. Wegen so einem Mist, ey. Danke. Ja, Tag, geh mal aus dem Weg. Ich muss eine gute Zeit fahren. Ah, da habe ich zu früh aufs Gas gedrückt. Ja, in 15 Sekunden schafft er das nicht mehr. Scheiße. Um 2,2 sogar besser. Was soll denn das? Boah, das pisst mir jetzt aber echt an. Jetzt bin ich pissed, jetzt bin ich aggro.
Jetzt bin ich piss, jetzt bin ich aggro. Nein! Hör nicht auf! Nein! Nein! Was? Mit 22er Zeit? Ja! Scheiße! Wie? Ja, ich bin 26. 26. Wir sehen uns, im Rennen. Wir kommen ja, wieder hier, Tag. Bis dahin. Rennen. Tschüss. Alter, ich bin 26.